Damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Und weil wirklich ganz oft gewünscht von euch, jetzt mal die Pentax K500, hier so ein Einsteigermodell, eben mal von einer anderen Marke. Also seid gespannt, schaut rein, bis gleich. Genau, um diese Kamera soll es jetzt gehen und gucken wir doch einfach mal, was in diesem tollen, schicken Karton drin ist. So, ich mache das hier mal ganz stolz auf. Ja, los geht es. Genau, ihr seht schon, das Format heute noch mal ein bisschen anders als das letzte Mal. Mit einer tollen Garantiekarte, einem kleinen gedruckten Handbuch. Ja, kann man sich gerne mal anschauen, wenn man möchte. Ist jetzt nicht so mein Fall für gewöhnlich. Was haben wir hier noch? Ja, irgendwas Garantiemäßiges noch. Software-CD mit so ein paar Schnellanleitungsdingern. Also alles nicht so weit interessant, denn wir wollen ja wissen, was da jetzt wirklich alles genau drin ist in dem Karton. So, erstmal wieder klassisch das Zubehör. Hier hätten wir zum Beispiel ganz wichtig das Akkuladegerät, denn ohne Akkuladegerät kann man natürlich keine Fotos machen, weil kein Strom. Ja? So, dazu irgendwo garantiert noch der Akku später. Hier jetzt erstmal der Tragegurt. Mal gucken, wie das Ding so verarbeitet ist. Ja, fässt sich eigentlich ganz gut an, muss ich sagen. Also ist relativ griffig. Steht Pentax drauf. Soweit schon mal alles geklärt. So, weiter geht's hier. Das sollte dann auch der Akku sein. Ganz genau. Gucken wir einfach mal. Ja, man sieht schon vorne extrem stark bedruckt. Ist dann halt alles irgendwie auf der Hinterseite drauf. 1050 mAh oder 7,8 Wattstunden. Das klingt doch ja ganz ordentlich, würde man sagen, so Mittelklasse Standard eben. So, hier haben wir noch ein USB-Kabel für die Kamera zum Anschließen am Rechner, aber für gewöhnlich nutzt man sowas ja eigentlich eher nicht. Hier dann noch das Stromkabel fürs Ladegerät, ganz normale Kaltgerätestecker, und das war es auch schon in Sachen Zubehör. Dann haben wir hier nochmal irgend so eine komische Garantiekarte für das Objektiv, was denn mit bei ist. Nämlich hier ein 18 bis 55 mm und mehr kann ich euch garantiert gleich sagen. 18 bis 55 mm AL. Ja, bin jetzt nicht so der Pentax-Kenner, aber soweit für mich ersichtlich, halt mit Autofokus, das ist klar. Und sonst natürlich jetzt noch ganz wichtig, nämlich die Pentax K500 selbst. So. Mal raus hier bitte. Ja, das ist die K500 von der Größe her, eben so wie man es kennt von Canon, die, sage ich mal, die dreistelligen, also 600, 700D, irgendwas den Bereich, oder eben von Nikon die 5300, irgend so den Dreh eben. Ein bisschen kantiger wieder vom Design her, ziemlich aufgeräumt, muss man auch sagen. Also wenn man sich das oben mal anschaut, wirklich hier nur Moduswahlrad drauf, Aufnahmeknopf für Video, Belichtungskorrektur an Ausschalter und halt das Einstellrad, ist ja ganz klar. Auf der Rückseite dann das zweite passen, je nachdem, was man dann gerade machen möchte. Ja, und auch sonst hinten sieht man halt wirklich nur ein ganz normales Steuerkreuz, Wiedergabetaste, bisschen Menü-Info, das war's, Live-View-Switch hier oben. Also, wie gesagt, ziemlich aufgeräumt vom Design her. Jetzt einfach mal schauen, genau unten, uiuiui, scheint ein ziemlich voluminöser Akku hier noch mit reinzupassen. Und wahrscheinlich auch noch gleichzeitig für den Griff mit dazu. Hier seitlich, denn das Speicherkartenfach, bin ich mal ganz gespannt. Die soll ja auch UHS-1 unterstützen. Also mal gucken, was das im Bereich Performance mit sich bringt. Und das hier sieht aus, genau, ein Anschluss nochmal für einen Fernauslöser. Und auf der anderen Seite, was haben wir da noch? Video-PC, also halt so ein Kombi-Ausgang eben USB oder normal Video. Was man denn dementsprechend jetzt schon merkt, zumindest sehe ich sonst nirgends noch weitere Anschlüsse, die man nutzen könnte. Scheint weder Mikrofon noch Kopfhörer irgendwas in der Richtung zu geben. Ist natürlich ein bisschen schade. Das heißt, fürs Filmen wahrscheinlich schon mal nicht so gut geeignet. Sonst ja eine ganze Menge anderer Switches noch mit dran hier an der Kamera. Aber das gucken wir uns alles in der Review an und dann würde ich sagen, einfach mal viel Spaß. Wenn euch das Unboxing-Video der Pentax K500 gefallen hat, dann einfach mal schön einen Daumen nach oben geben. Weitere Unboxing-Videos hier zum Beispiel zur Nikon D3300 oder zu Canon EOS 1200D auch nochmal schön verlinkt. Schaut gerne mal rein, sonst seid gespannt auf das Review zur Kamera und wir sehen uns wieder am Sonntag mit der nächsten Review.